Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf iTechnik. Heute geht es um 22 Jobs. Ja, heute ist Donnerstag. Heute ist Release Day. Heute ist der 4. Dezember. 22 Jump Street. Ja, machen wir das Ganze mal auf. Hier haben wir so eine Hilfe. Das Ganze kopiere ich in den Sony Schuber. Also Sony macht es ja mittlerweile. Sieht auf den Fühl. Also ich finde es mit Schuber viel cooler. Digital Ultraviolet Code haben wir natürlich auch dabei. Ja, also was muss man die Folie ab, würde ich sagen. Super. Folien aufmachen ist eine Katastrophe. Jetzt hat es auch noch dran geklebt. Oh mein Gott. Ja, ihr seht, ich bin sehr konzentriert. Ach man. Ich bin mir so inkompetent, eine verfickte Folie aufzumachen. Mann. Die Ultraviolet Digital HD Codes-Dingens. Ja. 22 Jump Street, Jonah Hill und Channing Tatum. Also, der Pappschuber sieht nice aus. Fühlt sich auch typisch Pappschuberig an. ja. 22. Das Licht muss ich immer wieder anpassen. Was für ein Zufall. So, hier haben wir die Rückseite. Mit dem Text gerne auf Pause drücken, euch das Ganze durchlesen, wenn ihr wollt. Hier haben wir noch Bilder dazu natürlich und ja, abgefahren noch mehr Action und Gags als in der Vorgeschichte. Ja, so, das Ganze ist natürlich kopiergeschützt ABC, also Region Free und ja. Warte, ich muss einen kleinen Cut machen, bin gleich wieder da. So, sorry für den kleinen Cut, da gab es ein kleines Problem. Ja, wie gesagt, hier haben wir das Backcover, hier haben wir noch die Seite und hier haben wir Extras. Und der Film geht erstmal, keine Ahnung wie lang, 112 Minuten. Und what the 17 zusätzlich entfallen sie exklusiv auf Blu-ray. Und, Alter, wir haben hier 22 Jump Street als Tragödie, die Version ohne Gags. Das will ich mal sehen. Das ist genial. Ich muss es sehen, Leute. Das ist irgendwie zu krass. Ja, Sprachen habe ich dabei, Englisch und so. 112 Minuten Farbe. Und holen wir mal die Amaway raus aus dem Pappschuber und legen den Pappschuber da hin. Wenn es mir natürlich gelingt. Ich glaube, der kippt gleich wieder um oder legen wir die Person hin. Aber dann sieht das ist voll unfair, dann sieht man den anderen nicht. Das ist unfair, dass man schon den Hill immer sieht. Gut, ich habe eine Idee. Wir legen es einfach so hin. Da sieht man die. Unsere Hälfte. Gut, egal. Und würde mein Handy mal bitte aufhören zu spammen, das ist echt anstrengend. Das Handy nebendran immer vibriert, das ist echt beschissen. Was schreibt denn der ganze Zeit? Egal. So. Kurz habe ich rausgenommen. Das ist ganz schlicht, aber es sieht immer noch cool aus. 22 Jump Street. Kaufwertung nicht zu vermieten freigegeben. FSK 12, MGM und Sony Pictures. Ja. Dann haben wir hier noch den Ultraviolet Code. Wartet. Sie sind keine 21 mehr erstmal. So, hier. Digital Ultraviolet Code. Hier. Nehmen das Ganze mal wieder rein. Ja, dann war es das im Grunde auch schon für dieses kurze Unboxing. Schieben wir das Ganze wieder rein und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir damit noch umgehen könntet. Wenn nicht, dann lasst keinen Daumen hoch. Wenn ihr mich abonnieren wollt und mich unterstützen wollt, dann tut es lieben gern mit dem Abo-Button hier unten irgendwo für mehr Kritiken, Unboxings und vieles mehr. Am Ende des Tages kommt auch noch ein kleines ja, und meine Kritik dazu verlinke ich euch auch hier irgendwo in der Ecke. Jo, dann, ja, am Ende des Jahres kommt noch meine Top 10 Filme des Jahres und dann würde ich sagen, Arrivederci und Tschüss.